So, hallo und herzlich willkommen im Vorgarten zur großen Kocherkunde 2024. Ich wollte von meinem Kochervideokrempel, meine Kocherwissenschaft, die ich da mal zeitlang betrieben habe, noch einmal, vermutlich ein letztes Mal, den aktuellen Kenntnisstand weitergeben und was ich inzwischen gelernt habe, was sich für mich bewährt hat, somit ein bisschen meine persönlichen Erfahrungen und wozu welches Kochsystem ich wann oder überhaupt noch einsetze. Ne? Und das wollen wir jetzt im Weiteren besprechen, deswegen halte ich das Intro relativ kurz. Wer meine vorangegangenen Kocherbeiträge und Outdoor-Küchenbeiträge generell schon gesehen hat, der wird das manches wiedererkennen, wird aber vielleicht auch eben merken, dass sich da auch meine Erfahrung bzw. Meinung im einen oder anderen Bereich geringfügig geändert hat. Nichts Gravierendes, ja, also wenn euch eure Zeit lieb ist, dann müsst ihr das auch wirklich nicht anschauen, wenn ihr die alten Sachen schon gesehen habt. Aber ansonsten, ja, vielleicht auch einfach zu Unterhaltungszwecken. Wie gesagt, das Ganze relativ kompakt für meine Verhältnisse. Jede Menge Sachinformationen und ich versuche persönliche Anekdoten auf ein Minimum, wo sie unbedingt erforderlich sind, zu beschränken, damit es eben einfach nicht allzu sehr ausartet. So, wir legen los. Grundsätzlich werden wir jetzt besprechen die vier großen Kochsysteme, die mengenmäßig eine Rolle spielen. Es gibt noch ein fünftes, das nennt sich Esbit, Erik Schumms Brennstoff in Tablettenform. Ist sehr teuer geworden, lohnt sich daher meiner Meinung nach jetzt gar nicht mehr, weil einfach zu teuer und keine besonderen offensichtlichen krassen Vorteile, die diesen Preis rechtfertigen würden, kann man natürlich auch benutzen, insbesondere für kurze Touren, ein Tag, zwei Tag, also mit ein oder zwei Übernachtungen, sagen wir es so. Aber wie gesagt, für die Praxis meiner Meinung nach keine wirkliche Relevanz mehr und damit habe ich es jetzt weggelassen. So, da haben wir zum einen jetzt also damit die vier Systeme Gas, der Allrounder, am einfachsten zu bedienen, sehr leicht, sehr leistungsstark, sehr universell einsetzbar, für viele Menschen wahrscheinlich die beste Lösung. Dann haben wir den Benzin- bzw. Mehrstoffkocher, der steht hier direkt vor mir. Da kann man einen großen Topf hier in die Mitte draufstellen. Das Schöne ist, er funktioniert auch mit riesigen Töpfen. Benzin hat die größte Energiedichte. Das heißt, grob gesagt, wann lohnt sich ein Benzinkochsystem, also Mehrstoffkocher, heißt, man kann da auch theoretisch eine Gaskartusche dran schrauben, man kann da prinzipiell auch Petroleum reinfüllen, man kann da auch Diesel reinfüllen, Kerosin reinfüllen, also eigentlich alles, was brennbar ist und nennenswert als Brennstoff in Frage kommt, mit Ausnahme von Alkohol. Das funktioniert dann nur im Aluholkocher. Jetzt kann man sich ärgern, warum geht da nicht noch Alkohol? Ich will auch noch Alkohol. Ja, dann nimmst du dir irgendeine kleine Tablettendose oder Salbendose, Nivea-Creme oder sowas in die Richtung, stellst die hier oben drauf und schwuppdiwupp hast du das Ding und kippst da Spiritus rein, zündest es an und dann hast du deinen Mehrstoffkocher auch mit Alkohol betrieben. Also das ist nun wirklich ein Kinderspiel und so eine leere Dose, die wiegt 3 Gramm oder irgendwas. Das kann man dann auch noch mitschleppen, wenn man dann unbedingt einen kocht, wirklich mit absolut jedem Brennstoffkocher haben möchte. So. Je nach Modell ist das mal mehr, mal weniger einfach, da noch eine Dose zu integrieren, aber wird für die Praxis meistens nicht wirklich relevant sein, weil wenn man schon so eine Dose auf so eine Dose kochen kann, dann kochst du halt auf der Dose und dann bleibt der Kocher halt im Rucksack, bis du wieder Benzin, Diesel etc. pp. Gefunden hast. Ja, großer Vorteil, der Brennstoff als solcher ist am energiereichsten von allen möglichen Brennstoffen, die wir so haben. Das heißt, wir schleppen am meisten Energie, also Kilojoule, pro Gramm getragenen Brennstoff mit, wenn wir mit einem Benzinkocher unterwegs sind. Allerdings ist der Unterschied nur sehr, sehr gering. Bedeutet, man muss sehr viele Personen haben, sehr viel kochen wollen und sehr lange unterwegs sein, dass irgendwann die Gewichtsersparnis beim mitzuschleifenden Brennstoff das Mehrgewicht des deutlich schwereren Kochsystems ausgleicht. Ja, Benzin- bzw. Mehrstoffkocher sind für Kocher mit Pumpe und Schlauch und Werkzeug und allem drum und dran. Und Werkzeug, zum Beispiel dieses Ding hier, das ist so ein Kocher-Multitool, mit dem man das meiste am Kocher aufschrauben und warten kann. Da sind wir meistens bei so irgendwas zwischen 300 und 500 Gramm.
Gaskocher sind mal unabhängig von der Kartusche. Die Kartusche ist durchaus ein wesentlicher Bestandteil und häufig auch ein Grund, weshalb Gaskocher dann doch nicht so furchtbar leicht sind, weil man halt noch Kartuschen mitschleifen muss und die einfach ein hohes Gewicht der Verpackung haben, weil das ein Gasdruckcontainer ist, der muss stabil sein, dementsprechend ist er schwer. Aber bei Gaskochern wiegt der Kocher selber so irgendwas im Bereich zwischen 20, ja, plus minus 20, ne, also sagen wir mal 19 bis 23, so irgendwas um den Dreh, und circa 100 Gramm, was viel schwerer ist als einen 100 Gramm schweren Gaskocher zu kaufen, also der Aufsatz hier auf der Kartusche. Das ergibt meiner Meinung nach jetzt nicht mehr so viel Sinn heutzutage. Das heißt, wie gesagt, im Vergleich der Systeme müsste man dann halt irgendwann so viel Benzin mitschleifen bzw. so lange unterwegs sein wollen, dass der geringe Gewichtsvorteil von Benzin gegenüber Gas, das sind so etwa 1 bis 2 Gramm höchstens pro Liter kochendes Wasser, was man herstellt. Das heißt, wenn du 300 Gramm, sagen wir mal, einsparen möchtest und wir sparen 2 Gramm pro Liter kochendes Wasser, das wir zubereitet haben, dann kannst du dir ausrechnen, dass du 150 Liter kochendes Wasser während der Tour zubereiten musst, um quasi die Gewichtsersparnis des schwereren Kochsystems wieder auszugleichen. Das habe ich in der Vergangenheit alles ein bisschen optimistischer betrachtet. Es gibt natürlich Touren, wo man 150 Liter kochendes Wasser zubereitet, keine Frage. Und wenn das dann eine Mehr-Personen-Tour ist, so sagen wir mal 4 bis 5 Leute, die zusammen einen Kocher und einen großen Topf nutzen wollen, dann bietet sich natürlich schon wieder so ein Benzinsystem an, weil neben der Tatsache, dass es halt eben den effizientesten Brennstoff hat, hat es damit auch am meisten Power. Also wenn du den Kocher voll aufdrehst, dann kommen da am meisten Watt raus im Vergleich zu allen Kochsystemen. Und das ist gerade bei niedrigen Temperaturen und bei großen Töpfen und großen Wassermengen, weil man ja irgendwann mal fertig sein möchte, dann ein Thema. Wenn du 4 Liter Wasser kochen möchtest auf einem Spirituskocher, dann macht das keinen Spaß. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das überhaupt möglich ist. Ja, da müssen schon einigermaßen warme Außentemperaturen herrschen, weil je heißer der Topf wird, je größer der Topf ist, desto mehr Energie strahlt er an die Umgebung ab. Das ist Physik. Und bei einem richtig großen Topf und nur einer kleinen Energiequelle, die Energie nachliefert, erreichst du dann irgendwann bei einer Wassertemperatur ab 70 Grad oder sowas möglicherweise mehr Energieabstrahlung, als dein kleiner Popelkocher schon wieder nachliefern kann. Bei kleinen Mengen Wasser reicht das natürlich, da ist die Energie groß genug, um eine vergleichsweise kleine Menge Wasser zum Kochen zu bringen. Und das bringt uns aber auch dann gleich auch zum Spiritus- bzw. Alkoholkocher. Das ist hier dieser Aufbau, zeige ich alles noch im Detail, der ja eben im Prinzip für 1 bis 2 Personen gedacht ist. Wie lang dann die Tour ist, darauf kommt es nicht drauf an. Die Wasserportionen, die jeweils zubereitet werden sollen, sind ja wahrscheinlich nur klein, weil eine einzelne oder 2 Personen selten riesige Wassermengen benötigen werden, die dann warm sind. Das ist dann wahrscheinlich nicht der Fall. Noch ein kleiner wesentlicher Punkt. Der Winter ist bei allen drei Systemen was man angesprochen haben sollte. Ja, Gaskocher, je nach Gas, sind sie nicht bzw. nur sehr eingeschränkt wintertauglich. Nimmt man eine günstige Gaskartusche wie die hier, die ich hier dran habe, das ist zwar eine Butan-Propan-Mischgaskartusche, aber der Propananteil ist sehr, 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 sehr gering. Butan überwiegt überwiegend. Und das führt dazu, dass diese Kartusche zwar im Winter benutzt werden kann, Winter meint unterm Gefrierpunkt, deutlich bis knapp unterm Gefrierpunkt, das langt schon, oder um den Gefrierpunkt drumherum hat man auch schon seine Problemchen, ja, fall du ruhig um, weil Butan, was hier drin ist, ist ab 0 Grad flüssig. Und wenn es flüssig ist und du schraubst jetzt den Kocher auf und das Gas soll gasförmig nach oben entweichen, um dann angezündet zu werden, das funktioniert natürlich nicht, weil es bleibt einfach flüssig und entweicht nicht. Dafür ist noch ein Propananteil drin, der sorgt dafür, dass es dann schon noch irgendwas entweicht und das Propan kann man auch anzünden, aber es entmischt sich bei diesen Grenztemperaturen quasi die Gaskartusche und der geringe Propananteil, der da drin ist, ist dann irgendwann aufgebraucht und dann funktioniert die Gaskartusche um die 0 Grad rum gar nicht mehr. Häufig auch schon so ab 4 Grad wird es kritisch, weil wenn du die Gaskartusche bzw. den Gaskocher anzündest, sorgt dafür,
dass die Tatsache, dass das Gas hier ja quasi verdunstet, dass kühle Energie abgegeben wird, beziehungsweise eben Energie verbraucht wird der Umgebungstemperatur, und dadurch kühlt sich die Gaskartusche runter, wenn du den Kocher anzündest. Klingt komisch, ist aber so. Und deswegen sind 4 Grad so die magische Grenze. Wenn sich die Kartusche dann nämlich selber runterkühlt auf 0 Grad, dann geht die einfach dein Kocher aus, weil da kein nennenswertes Gas mehr rauskommt. Das heißt, du drehst ihn auf, es zischt nicht, es brennt nichts, es kommt nichts mehr raus. Das Problem kann man lösen, indem man eben nicht einen Butan-Propan-Gasmischung verwendet, sondern vollständig eine Kartusche, die nur Isobutan oder Propan enthält, meistens eine Mischung aus beiden. Das sind beides Gase, die einen deutlich niedrigeren Siedepunkt haben. Das heißt, so kalt muss es erstmal werden. Da reden wir von unter minus 10 Grad. Kann natürlich sein, dass es so kalt wird, und dann ist irgendwo der Punkt erreicht, wo man den Gaskocher gar nicht mehr verwenden kann. Also mit günstigen Gaskartuschen im Prinzip 3 Jahreszeiten Kocher. Sobald es wirklich nah an den Gefrierpunkt rangeht, muss man halt gucken, wie man sich zu helfen weiß. Man kann auch warten, bis die Gaskartusche, wenn es zum Beispiel unter 4 Grad hat, ne, aber noch nicht signifikant unter 0, kann man mit der Gaskartusche im Schlafsack kuscheln gehen, bis die wieder warm ist, hat dann wieder so circa 5 Minuten Zeit, irgendwas zu köcheln, bis sie dann wieder runtergekühlt ist und nicht mehr funktioniert. Dann muss man wieder kuscheln, hat dann wieder 5 Minuten Kochzeit etc. pp. So grob ungefähr. Was manche Leute vorschlagen, ist, der Gaskartusche ein Fußbad zu verpassen, zum Beispiel so, und hier einfach Wasser reinzustellen. Wasser hat, solange es noch flüssig ist, im Regelfall nicht unter 4 Grad. Und das bedeutet, dass wir bei sehr niedrigen Temperaturen die Temperatur um unsere Gaskartusche herum deutlich anheben können, wenn wir ihr selbst mit kaltem Wasser ein Fußbad verpassen. Haben wir es geschafft, die Kartusche so lange zum Laufen zu bringen, dass wir ein bisschen warmes Wasser haben, können wir ihr sogar mit warmem Wasser im Fußbad verpassen. Dann brennt sie entsprechend nochmal erheblich länger und dann funktioniert das auch einigermaßen in den Grenztemperaturen. Ist aber super umständlich. Wir hatten in Norwegen mal das Vergnügen, quasi jeden Abend erstmal die Gaskartusche kuscheln zu dürfen und morgens auch die Gaskartusche kuscheln zu dürfen, bis es dann mal die Möglichkeit gab, irgendwas zu essen zuzubereiten, was Warmes. Da hätte man im Vorfeld, also hätte man das geahnt, es war viel kälter als erwartet, hätte man entweder qualitativ hochwertigere Gaskartuschen gesorgt, die musst du aber da kaufen, wo du dich gerade befindest, die kann man nicht im Flugzeug transportieren. Und dann wäre das Problem nicht da gewesen, oder man hätte sich überlegen können, ob man den Expeditions- oder Mehrstoff- oder Benzinkocher mitnimmt. Das ist nämlich der eine Brennstoff, der bei niedrigen Temperaturen genauso gut funktioniert wie bei warmen Temperaturen, der da kaum Energie einbußen hat und nicht gefrieren kann und so weiter und so fort. Wird es also kälter als minus 10? Oder es ist zu erwarten, dass zumindest zeitweilig mal kälter als minus 10 ist, wo ihr hin wollt. Dann ist das der Kocher eurer Wahl. Minus 10 kann man sich jetzt kloppen, vielleicht auch minus 14 oder sowas in die Richtung, wenn man wirklich super tolle Wintergaskartuschen hat. Das Problem ist, wie gesagt, wo auch immer man dahin möchte, es muss vor Ort diese super tollen Wintergaskartuschen auch zu kaufen geben. Die kann man nämlich nicht im Flieger mitnehmen. Man könnte sie sich theoretisch per Post hinschicken und dann dort postlagernd abholen. Das sind auch noch so Kniffe, die da diskutiert werden. Ja, das muss man natürlich wollen. Also ich persönlich, für mich wäre das dann ein zu nerviger Faktor, zu sehr abhängig davon, dass ich das dann da einsammle. Dann würde ich in so einem Fall hier den Benzinkocher mitschleifen und dann auf der sicheren Seite sein, falls ich nochmal jemals auf die Idee komme, bei einer Tour mit signifikant unter minus 10 und das dauerhaft unbedingt machen zu wollen. Ne? Habe ich 2 gemacht in meinem Leben. Und ja, ich habe jetzt zumindest in absehbarer Zukunft wahrscheinlich nicht nochmal groß das Bedürfnis. Aber ja, muss man gucken, muss man abwarten. So, das zu den beiden Dingern, so ein bisschen Gewicht, Anwendungsbereich. Ansonsten, wenn nicht der Winter reingrätscht, ja, ist Gas, wenn es halt, wie gesagt, nicht eine unglaublich lange Tour ist, wo der Gewichtsvorteil von Benzin irgendwann zum Tragen kommt, fast immer die Universallösung, einfach in der Anwendung, dazu kommen wir auch gleich noch, und funktioniert und ist nicht schwer und gut ist. Ja?
Also braucht man da nicht groß weiter drüber nachdenken, eigentlich. Aber will man besonders leicht unterwegs sein, dann bieten sich natürlich Ultraleichtkocher an. Und da sind wir dann häufig im Bereich vom Spiritus unterwegs. Da gibt es zum Beispiel hier diesen da, das ist ein X-Boil. Im Grunde ist das, ja, das ist tatsächlich nur einfach eine Dose. Und die hat hier drin so ein Wattegedöns, beziehungsweise so ein, was immer das für ein Material ist. Ich habe keinen Schimmer, ehrlich gesagt. Aber so ein Isolierungsgedöns, und wenn man da jetzt Spiritus drauf macht, ne? Und ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und wenn ich jetzt meine Streichhölzer finde, damit wir auch mal irgendwas angezündet haben hier nebenbei. So, das brennt jetzt, das sieht man wahrscheinlich kaum. Und das Schöne ist jetzt, durch dieses Füllmaterial, was da in der Dose drin ist, könnte ich die Dose jetzt umschmeißen, ohne dass da großartig viel Spiritus rauskommt, weil der Spiritus eben von diesem Material aufgesogen wird und damit ein Auslaufen des Kochers nicht möglich ist. Man könnte für einen Alkoholkocher im Grunde auch ein System verwenden, wo du einfach nur die leere Dose nimmst, da Alkohol reinkippst und das anzündest und fertig, das funktioniert. Dann gibt es noch verschiedene Varianten, die ein bisschen mehr kniffliger sind, die dann noch so einzelne Düsen haben, wo dann die Flamme ein bisschen mehr zentriert wird. Tendenziell wird sie dadurch auch ein Hauch von heißer, hat man zumindest das Gefühl. Also da gibt es dann noch verschiedenste Varianten, wie man eben ja, Spiritus letzten Endes in eine Dose füllt und ihn anzündet. Aber im Endeffekt bleibt der Brennstoff Spiritus, also im besten Fall 98%iger Alkohol, im besten Fall, was den Energiegehalt angeht. Viele Leute verwenden lieber 90%igen Alkohol oder nur 85%igen, weil der am Topf nicht so hust. Das ist dann also die sauberere Angelegenheit, wo man den Topf nicht so sauber machen muss. Und da, da das Zeug ohnehin den geringsten Brennwert hat von allen Brennmaterialien, die man so mitschleifen kann, mit Ausnahme vielleicht von Esbit, da kann man sich ungefähr streiten, ob Esbit nicht vielleicht sogar noch ein bisschen einen niedrigeren Brennwert hat. Zumindest in der Praxis brauchen Dinge, bis sie auf dem Esbit-Kocher kochen, aber den haben wir ja schon ausgeschlossen, ne? Etwas länger, als sie brauchen, bis sie auf einem Spiritus-Kocher kochen. Und das macht den Alkohol zum schwersten Brennstoff tatsächlich. Gas im Mittelfeld, Benzin am leichtesten und Alkohol tendenziell deutlich schwerer. In etwa kann man sagen, braucht man so ungefähr 30 Gramm. Ganz grob. Alkoholbrennstoff, um einen Liter Wasser zum Kochen zu bringen. Allerdings Voraussetzung ist, dass man auch einen Windschutz verwendet. Also zum Beispiel hier sowas da, was man dann um die Dose drumherum stellt. Und dann kann man da seine Tasse theoretisch direkt draufstellen. Vorausgesetzt, die Tasse ist groß genug. Wenn nicht, muss man da noch irgendwelche Kleinigkeiten drauflegen, damit die Tasse dann auch gut hält und so weiter. Das ist das Erste, was ich mir gegriffen habe an Windschutz. Da gibt es cleverere Varianten. Ich wollte nur einfach irgendeine Requisite haben, um irgendeinen möglichen Windschutz vorzeigen zu können. Ja, der Windschutz ist auch sehr, sehr wichtig, weil eben der Energiegehalt, das hatten wir ja schon angesprochen, vom Spiritus so niedrig ist, dass ein zusätzliches Lüftchen, was dir unter den Kocher weht, was bei Gas nicht egal ist, aber nicht so eine große Rolle spielt, was bei Benzin wirklich dann beinahe schon egal ist, es sei denn, du bist bei minus 20 Grad draußen und es ist ein arktischer Sturm, der da gerade um dich rumtobt, dann möchtest du vielleicht auch da lieber einen Windschutz haben. Ist in jedem Fall immer eine kluge Idee, einen Windschutz dabei zu haben, egal bei welchem Kochsystem, Ausnahme der hier. Der braucht, also speziell der da, das ist ein Soto Windmaster. Das ist einer der wenigen Kocher auf dem Markt, wo ich ganz ehrlich sagen würde, ja, da lasse ich den Windschutz zu Hause. Also so stark stören muss es erstmal, dass ein Soto Windmaster nicht noch trotzdem funktioniert. Egal, jedenfalls, das ist halt so der Dreh- und Angelpunkt. Du brauchst pro kochendes Wasser relativ viel Brennstoff, den du mitschleifen musst. Du brauchst sehr wenig, du brauchst wenig. Ja, so in etwa befinden wir uns. Und mit relativ viel Brennstoff, je länger die Tour wird, je mehr kochendes Wasser man zubereiten möchte, das heißt, je mehr Personen man ist und je länger man unterwegs ist, desto pfui ist ein Alkoholkocher. Weil man dann immer mehr, der wird immer schwerer, je mehr Brennstoff du mitschleifen musst. Aber machst du nur eine kurze Tour und möchtest während dieser kurzen Tour nur sehr wenig Wasser kochen, weil du zum Beispiel Wasser kochen nur brauchst für morgens einen halben Liter Kaffee und abends einen halben Liter heißes Wasser, um dir irgendwas Gefriergetrocknetes einzuweichen, das dann eine warme Mahlzeit ergibt. Also der Ultralight-Ansatz. Muss man nicht so machen, ist nur ein Beispiel.
Dann ist das Mehrgewicht an Brennstoff, was du hier mitschleppst, erheblich kleiner als die Gewichtsersparnis eine nix wiegende Aludose, ja, die wiegt wirklich nix, im Vergleich zu zum Beispiel diesem Ding hier mitgeschleift zu haben. Da dürfte der Gewichtsunterschied bei mindestens 400 Gramm liegen, mindestens, und dann kommt hier noch diese Flasche dazu und dann sind wir vielleicht irgendwann wirklich bei 500 Gramm Gewichtsunterschied. Und selbst wenn, nur mal grob, wir 30 Gramm Spiritus pro Tag mitnehmen müssen, im Vergleich zu 10 Gramm Benzin, musst du dann immer noch hast du hier pro Tag 20 Gramm mehr Brennstoffgewicht. Aber du musst dann ja auch noch mit reinrechnen, wenn du das ausrechnen möchtest, dass dein Brennstoffgewicht pro Tag ja abnimmt. Und während der Benzinkocher jeden Tag nur 10 Gramm leichter wird, also am Anfang, keine Ahnung, 1100 Gramm wiegt mit Brennstoff. Ja, und das Ding am Anfang von mir aus, ich tue mal so, als würde der auch 1100 Gramm mit Brennstoff wiegen, das kann sein. Ja, und ich will das jetzt gar nicht zu sehr ausrechnen, aber das Ding wird jeden Tag eben um 30 Gramm leichter und das dann nur um 10 Gramm leichter. Und dann kannst du dir irgendwann ausrechnen, was ist denn so das durchschnittliche Tragegewicht, was ich durchschnittlich mit mir rumschleife, wenn ich Alkohol mitnehme oder Benzin. Und in den meisten Fällen und insbesondere bei kurzen Touren und wenigen Personen, also ein bis zwei Personen, bei einer Person eigentlich fast immer, ist dann Alkohol die leichteste Lösung, weil der Kocher selber eben nichts wiegt und der Brennstoff vielleicht schwer ist, aber eben auch schnell leichter wird, weil er halt schnell abnimmt. Eine Ausnahme davon müssen wir dann noch festmachen, wenn uns gar nicht so sehr wichtig ist, was unser Rucksack durchschnittlich wiegt, sondern uns viel eher wichtig ist, was unser Rucksack zum Start wiegt. Das ist für Touren interessant, die eben sehr lang sind, die man völlig autark laufen möchte, wo man für 2 Wochen oder sowas in der Richtung Proviant mitschleifen muss. Oder von mir aus auch 3 Wochen, das dürfte so das Maximum sein, was man überhaupt Proviant mitschleifen kann. Wenn man dann vorher als dicke Person losläuft und in Kauf nimmt, als dünne Person nach Hause zu kommen. Ja, das ist so ein bisschen die Grundvoraussetzung. Eine ohnehin schon dünne Person kann das nicht machen, das wird dann einfach viel zu schwer. Da ist man dann tatsächlich als loslaufendes Dickerchen fast potenziell zu mehr Tagen in der Lage. Ob man dann auch mehr Strecke zurücklegt, das hängt von der persönlichen Fitness ab. Da mag eine ohnehin schon dünne Person möglicherweise weiterkommen als eine dicke Person. Die dicke Person kommt aber länger vorwärts. Ne? Frei nach der Ovomaltine-Werbung. Mit Ovomaltine kannst du es nicht besser, aber länger. Ungefähr so. Ne? Da gibt es ganz tolle Werbungen. Aus Schweizer Werbung sind ja ohnehin schön. Man erinnert sich an Ricola. Ne? Egal. Wie auch immer, das ist der Knackpunkt. Brennstoff schwer, Kochsystem wiegt nichts, ja, gefühlt nichts, ist mit Abstand die leichteste Lösung fürs Kochsystem als solches. Ja, also je kürzer die Tour, desto Alkohol, je länger die Tour, Expedition mit vielen, vielen Leuten, desto Benzin, alles dazwischen, Gas. Alternativ auch sehr kurze Touren trotzdem Gas, weil Gas einfach in der Anwendung erheblich praktischer ist als das hier. Ne? Hier muss ich meinen Windschutz auffriemeln, muss gucken, dass meine Tasse nicht runterfällt. Bei gutem Windschutz geht das natürlich erheblich einfacher. Muss hier genau die richtige Menge Spiritus reinfüllen, kann das Ding im Gebrauch nicht auspusten. So, und jetzt wird zum ersten Mal relevant. Wenn wir was anderes kochen wollen als einfach nur Wasser, dann ist das blöd, weil das lässt sich nicht regulieren. Wenn du Gourmet-Küche machen möchtest und alles auf kleiner Flamme noch ein bisschen köcheln lassen und so weiter und so fort, dann ist natürlich Gas erheblich interessanter. So, ist an, weil sich die Flammenstärke halt eben sehr wohl regulieren lässt, ja? Und zwar feinst justieren. So. Und das hier ist jetzt der Windmaster und der hat halt eben den großen Vorteil, das ist meiner Meinung nach der beste Gaskocher auf dem Markt, ich mache ihn wieder aus, dass er selbst bei Vollbetrieb mit 2700 Watt Leistung immer noch flüsterleise ist und man kaum gehört wird, wenn man das Ding im Betrieb hat. Wirklich flüsterleise, also ein Gespräch von 2 Personen, selbst wenn sie gemeinsam im Zelt sitzen, dürfte ein bisschen lauter sein als das Betriebsgeräusch vom Soto Windmaster. Und der Name Windmaster kommt auch daher, dass das Ding hier
die Düsen in die Mitte zentriert hat. Ja? Also die zeigen alle quasi in die Mitte. Es gibt einen Gaskegel, einen Flammenkegel, der in der Mitte hochgeht und sich dann über den Topfboden, je nachdem was das für ein Topf ist, ne, stellen wir mal was Kleines drauf beispielsweise, das funktioniert aber auch wunderbar mit dem hier, erfahrungswert, funktioniert wunderbar, überhaupt kein Problem. All diese Größen gehen. Und das konzentriert die Flamme derart in der Mitte, dass selbst Wind, der unten drunter durchpustet, die Power, die diese Flamme in der Mitte konzentriert hat, kaum beeinflusst. Ein bisschen schon, ja. Wenn es auf jedes Gramm Brennstoff ankommt, braucht man auch beim Windmaster irgendwann einen Windschutz. Aber da muss man auch schon wieder lange unterwegs sein, damit das Mehrgewicht an Gasverbrauch größer ist, als das Mehrgewicht, einen Windschutz mitschleifen zu müssen. Jetzt wiegt so ein Windschutz bloß 20 Gramm, daher ist das wahrscheinlich relativ schnell erreicht, aber eine 3-4-Tage-Tour muss es auch sein. Ne? Für alles bis dahin ist das das Kochsystem. Fertig, aus. Ne? Wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, besorgt man sich noch einen schönen Ständer, den man unten dran hier klemmen kann, damit die Gaskartusche einen breiteren Fuß hat, damit sie nicht so schnell umkippt. Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Lösung. Das ist also, wie gesagt, Universallösung, Expeditionswinterlösung und Ultraleicht-Variante. Ja, im Großen und Ganzen kannst du das so zusammenfassen. Und ja, was ist hiermit? Der Eimer, der da rumsteht mit Topf drauf, das ist ein X-Fire, nennt sich das Ding. Das ist derzeit vielleicht einer der größten Hobo-Kocher, den man so kriegen kann auf dem Markt. Dabei sehr, 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 sehr leicht. Ich muss gestehen, sowas wie die Bushbox, die ich ja auch besitze, hat sich damit weitestgehend erledigt. Kleiner Vorteil der Bushbox, die ist schneller aufgebaut. Das Ding muss man relativ umständlich zusammenstecken. Ist auch kein Hexenwerk, kriegt man hin, kriegt dabei allerdings schwarze Pfoten. Wer ums Verrecken keine schwarzen Pfoten mag und keine Handschuhe anziehen mag, während man schwarze Pfoten kriegt, der mag vielleicht lieber eine Bushbox, die wiegt aber locker mal mindestens das Doppelte und ist erheblich kleiner als dieser riesen Eimer hier, muss man fast schon sagen. Das bedeutet, du kannst da einen Haufen Holz reinladen, allzu sehr übertreiben sollte man es dabei gar nicht, aber doch schon einiges an Holz reinladen, das dann entsprechend anzünden und dann kriegst du ein Holzfeuer im Eimer. Ja, wie der Hobo, das ist ein Wanderarbeiter aus den USA, der per Güterzug häufig irgendwo im Land unterwegs war. Das waren keine Obdachlosen, die waren auch noch nicht mal unbedingt besonders arm, die haben zum Teil ganz gut verdient. Das waren ganz normale Wanderarbeiter und einfach, weil es für sie praktisch war, sind sie mit dem Güterzug unterwegs gewesen und haben dann häufig auch draußen kampiert, wahrscheinlich weil sie es auch schön fanden und es irgendwie für sie dazugehört hat. Also der Mythos, dass das irgendwelche armen Schlucker gewesen wären, das ist nicht so. Und ja, die haben eben dann häufig in in leeren Konservendosen diese Konservendose als Feuermachmöglichkeit genutzt, den sogenannten Hobo-Kocher, und im Grunde ist das dasselbe Prinzip, nur ist es halt eben hier besonders groß. So eine Dose gibt es sicherlich auch, muss man aber erstmal finden als Normalsterblicher, so große Konservendosen. Selbstverständlich kann man sich sowas auch selber bauen, dann ist es aber nicht ganz so leicht und dann kann man es auch nicht auseinandernehmen und in so eine vergleichsweise kleine, also schon breite, aber schmale Tasche reinpacken, passt in den Rückenbereich von jedem Rucksack und ist dann durchaus was, was man mitnehmen kann. Riesenvorteil in Gebieten, in denen man Feuer machen darf, das zählt als offenes Feuer, also mindestens das da, alles andere eigentlich auch, aber je nach Region, wo man unterwegs ist in der Welt, gibt es halt verschiedene Bestimmungen, dass das eine toleriert wird und das andere nicht, und das da wird am wenigsten häufig toleriert. Das Einzige, was noch untolerierter ist, ist das wilde Lagerfeuer ohne Eindämmung des Brennraums. Hier findet das Feuer ja nur da drin statt. Da kann schon mal ein Funken fliegen und da kann auch mal ein Krümel aus so einem Loch an der Seite potenziell rausfallen. Das dürfte aber sehr, 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 sehr wenig sein und ist damit rein, was den Funkenflug angeht und die Ausbreitungswahrscheinlichkeit eines wilden Feuers erheblich besser. Damit lohnt sich auch das Mehrgewicht. Außerdem ist die Energiezentrierung nach oben ein Vorteil, dass du weniger Energie zur Seite verlierst und das Feuer mehr nach oben abstrahlt und damit da, wo der Topf steht, eben die meiste Energie vorbeikommt. Dadurch hat man ein bisschen schnellere Kochzeiten und tendenziell einen geringeren Holzverbrauch, als wenn man sich ein richtiges Lagerfeuer anlegen würde. Außerdem ist der Aufwand, das Ding anzuzünden, ein bisschen geringer als bei einem richtigen Lagerfeuer. Der Betriebsaufwand ist geringer. Klar, da musst du auch Holz nachlegen, wie beim Lagerfeuer. Je nachdem, wie lange du kochen möchtest, wie viel Wasser du kochen möchtest, reicht da eine Füllung vermutlich nicht so ganz aus. Irgendwann hat sich wunderbar Glut gebildet. Bin so einem großen Hobo
Turbo geht das sogar. In den kleinen kriegst du eigentlich selten genügend Glut zusammen, dass es für mehr als ein, zwei Würstchen reicht. Hier bildet sich sehr wohl eine ganze Menge Glut. Da kann man dann also schon, ja, jetzt vielleicht auch nicht für die ganze Familie grillen, aber für zwei Personen locker, sodass die dann auch weitestgehend satt sind. Ja, wie gesagt, der große Wehmutstropfen ist eben die Tatsache, dass das Ding und der große Vorteil gleichzeitig, dass das Ding mit Holz arbeitet. Hast du Holz und darfst Holz verbrennen, ist das klasse. Dann kannst du nämlich eben mit einem 500 Gramm, sagen wir jetzt mal grob, mit allem drum und dran und so weiter und so fort, ja, dem was für ein Hobo, ne? Der da ist, glaube ich, sogar noch einen Ticken leichter. Kannst du mit einem 500 Gramm Hobo, zwar schleppst du 500 Gramm, ja, im Vergleich zu, keine Ahnung, einer 40 Gramm Lösung wie das hier mit Windschutz, aber du schleppst halt gar keinen Brennstoff. Und wenn du jetzt eine lange Tour machst, dann ist irgendwann das da leichter als alles andere, auch leichter als Benzin. Aber der Anwendungskomfort ist halt ziemlich gering. Bei Scheißwetter wird es irgendwann richtig mühsam. Das da funktioniert auch im Regen. Das kriegt nichts, kriegt einen Benzinkocher aus. Ne? Nichts. Gleiches gilt für einen Windmaster. Wenn der Topf draufsteht, dann kriegt den auch jedes Wetter nicht aus. Da kannst du also auch problemlos im Regen kochen. Dafür brauchst du ein bisschen mehr Brennstoff. Man sollte für solche Zwecke immer ein bisschen eine Reserve eingerechnet haben und immer nicht vom Nominalverbrauch, nicht zwingend jeden Tag ausgehen, sonst langt der Brennstoff möglicherweise nicht. Aber kompliziert. Ne? Potenziell super klasse, kostet auch mit Abstand am wenigsten. Gaskartuschen sind inzwischen teuer geworden, insbesondere hochwertige wie Wintergaskartuschen, die sind richtig teuer geworden. Selbst günstige Butan-only Gaskartuschen, die kriegt man auch so für eine kleine, sowas um 4 Euro letztes Mal, als ich geguckt habe. Hier bei Benzin, es ist ja meistens so, dass man Reinbenzin verwendet, sogenanntes Waschbenzin oder Reinbenzin. Damit funktioniert der Kocher am besten, macht am wenigsten Ruß, macht am wenigsten Dreck. Das ist relativ teuer. Angenommen, du würdest da tatsächlich super bleifrei reinschmeißen, und zwar nach Möglichkeit E95, ne? Nicht E10, E5, so heißt es, genau, also Ethanolanteil 5%, denn der Kocher hier kommt tatsächlich mit Alkohol erstaunlich schlecht zurecht. Habe ich mal ausprobiert, das hatte ich komischerweise nicht gefilmt, ich weiß auch nicht wieso, aber ich habe mir mal ein kleines bisschen E5 abgezapft, ein kleines bisschen E10 abgezapft und mal beides in den Kocher geschmissen, um mal zu gucken, was bei rauskommt. Resultat, irgendwie gefühlt, also brennen tut schon beides, aber gefühlt brennt E5 dann halt doch noch mal ein bisschen besser. Ja, aber keine Ahnung, warum ich das nicht gefilmt habe, weiß ich gar nicht mehr. War da was? Ich glaube, ich habe meinen Hut vergessen oder so. Ja, das allgemein zu den Kochersystemen. Ihr habt hier unten noch ein paar Zahlen und Daten eingeblendet gesehen, so man dann Zahlen und Daten einblenden kann. Ich möchte die Modelle noch jeweils vorstellen. Vom Windmaster haben wir gesprochen. Der Windmaster ist sicherlich einer der teuersten Gaskocher. Er ist mit Abstand der beste. Vor allem eben das geringe Brennergeräusch finde ich klasse. Die Tatsache, dass man keinen Windschutz braucht, finde ich super. Das ist ein Anzünden und los geht's Kocher. Er hat eine Piezo-Zündung. Das ist hier dieser rote Knopf. Das ist im Prinzip das, was beim elektronischen Feuerzeug auch die Flamme anmacht. Absolut funktionssicher. Es ist mir einmal passiert, dass die Piezo-Zündung ausgefallen ist. Da wollte ich das Ding im Regen starten. Es stand schon ein paar Minuten im Regen und ist dann ein kleines bisschen nass geworden. Und dann funktioniert die Piezo-Zündung nämlich nicht mehr. Sobald der Kocher ein bisschen nass geworden ist, er brennt dann schon noch. Man kann ihn auch noch anzünden, aber man braucht dann Streichholz, Feuerstiel, Feuerzeug etc. pp. Die Piezo-Zündung fällt dann aus. Das ist aber der einzige Fall, wo die jemals nicht funktioniert hat. Und ich habe das Ding jetzt seit vielen Jahren, na okay, so viele sind es nicht, aber wirklich ständig im Einsatz, ist damit Abstand von mir am häufigsten verwendete Kocher für Großkochprojekte, für Kleinkochprojekte. Wirklich absolut klasse, das Ding. Kostet ein paar Euro. Der Fairness halber muss man sagen, dass wer dieses Ding hier kennt, im berühmten grünen Beutel, ja, das ist der BRS 2000 Ti oder irgendwie sowas in die Richtung. Eins der erfolgreichsten China-Scheiß-Produkte, die je auf den weltweiten Outdoor-Markt gelangt sind. Es ist wahrscheinlich sogar das erfolgreichste China-Scheiß-Produkt, das auf den Outdoor-Markt gelangt ist, weil es tatsächlich gar nicht so scheiße ist. Das ist der weltleichteste Gaskocher. Da passt jetzt natürlich dieser Topf nicht mehr drauf. Dafür ist das Topfkreuz zu klein. Für jede Tasse reicht's aber.
Und was tut der? Naja, der lässt Gas durchströmen. Der macht nichts Besonderes, der hat keine besonderen Zusatzfunktionen. Um das anzuzünden, braucht man auch eine externe Feuerquelle, Streichholz, Feuerzeug etc. pp. Er ist einigermaßen fein justierbar, aber nicht so schön wie der Windmaster. Er macht einen Heidenlärm und bei starkem Wind kann er sogar ausgepustet werden. Man braucht also wieder einen Windschutz. Aber das Ding ist irre leicht und kostet ganz, ganz kleines Geld. Ist größtenteils aus Titan gefertigt und ja, man kann Glück haben und ein schönes Produkt erwischen. Meiner funktioniert immer noch problemlos. Es gibt hin und wieder Leute, die sich beschweren, dass ihr Produkt scheiße sei. Das ist halt so, wenn du so ein Billigzeug in China kaufst. Ne? Manchmal hast du Glück und derjenige, der es gebaut hat, hatte gerade einen guten Tag. Und manchmal hast du Pech und dann ist halt das Gegenteil der Fall. Also nur der Vollständigkeit halber, das ist auch ein ganz beliebter Gaskocher, den ich leider empfehlen kann. Ich mag es nicht, so ein Zeug in China zu bestellen, gerade so Billigzeugs, aber der ist gut. Ja, außer man hat halt Pech, aber man kann sich für den Preis im Prinzip auch gleich zwei bestellen. Wenn einer Murks ist und der andere funktioniert, hat man immer noch einen günstigen Kocher. Gut. Ja, und da hat der Ben jetzt vergessen, seinen Benzinkocher noch näher vorzustellen. Das ist ein Polaris Optifuel und ja, der wiegt, so wie man ihn momentan gerade kaufen kann, 475 Gramm mit sämtlichen Zubehör. Also da ist ein Windschutz schon dabei, die Pumpe, der Packsack, das entsprechende Werkzeug. Ja, und hat tatsächlich, anders als ich eben irgendwo behauptet habe, 4200 Watt. Das Ding hat also irre viel Power, kocht entsprechend einen Liter Wasser in 3,5 Minuten. Das ist durchaus realistisch, aber muss halt erstmal aufgeheizt werden, muss erstmal richtig funktionieren, macht ordentlich Krach, braucht regelmäßig Wartung und Pflege, aber das erzähle ich, glaube ich, nachher noch irgendwo. Aber nur, dass das jetzt nicht so völlig untergeht, dass es das Ding auch gibt. Kostet derzeit gerade im Internet, ist einem Angebot, so wie ich ihn jetzt hier gerade entdecke, 215,96 Euro. Ansonsten ist er bei 239,95 Euro. Das schwankt natürlich und wenn ihr das Video seht, mag das Ding auch irgendwas anderes kosten. Prima Kocher, hat uns in Grönland gute Dienste geleistet. Den hatten wir auch auf anderen Touren schon im Einsatz, aber so der Dauereinsatz war Grönland und ja, ist halt schwer. Muss man auch für Grönland nicht wirklich mitnehmen, wissen wir jetzt, wussten wir damals nicht. Gaskocher hätte es auch getan, insbesondere sowas wie eben der Windmaster. Aber ja, das nur der Vollständigkeit halber, damit wir über das Ding nochmal geredet haben an der Stelle, wo das hingehört. Wir kommen zu Geschirr. Da gibt es, ich habe hier jetzt auch nur drei Sachen da, weil ich wollte jetzt nicht ewig viel Zeug hier runterschleifen. Es tut auch eigentlich im Grunde nicht viel zur Sache. Im Grunde die drei großen Klassiker. Das ist zum einen Edelstahl. Edelstahl ist insbesondere in der Bushcraft und Camping, wir laufen nicht so weit, Szene beliebt, wo Gewicht jetzt nicht so die Rolle spielt. Im Übrigen, da kannst du dann auch, ne, da wirst du meistens so einen Kocher verwenden, weil du da ja irgendwie auch am Lagerfeuer haben willst, wenn du stationär irgendwo bist, einfach weil ein Lagerfeuer schön ist. Noch ein Pluspunkt hierfür. Ist schön, aber Edelstahl ist unverwüstlich. Edelstahlgeschirr hält ein Leben lang, da gibt es nichts dran auszusetzen. Man kann da drin einigermaßen kochen, Sachen können anbrennen, aber die Wärmeleitfähigkeit von Edelstahl ist relativ scheiße. Das bedeutet, das Zeug wird relativ spät heiß. Es kriegt einen heißen Punkt in der Mitte, da wo halt eben der Kocher hin strahlt. Ist insbesondere mit so einem Gaskocher dann relevant, dass es in der Mitte wahnsinnig heiß wird. Insbesondere wenn wir einen großen Edelstahltopf haben. Da muss man dann halt beim Rühren drauf achten. Aber ansonsten kann man da drin einigermaßen kochen, geht einigermaßen einfach wieder sauber zu machen und wie gesagt, ist halt unverwüstlich, ist gesundheitlich unbedenklich und die Klimabilanz ist auch eigentlich ganz gut, nur für wen das interessant ist. So, dann gibt es Titan. Das ist meine älteste Titantasse, die hat inzwischen das eine oder andere erlebt, aber sie funktioniert noch und ist ebenfalls sehr schwer kaputt zu kriegen. Titan gibt es inzwischen in sehr dünnen Wandstärken. Das ist natürlich so, dadurch, dass Titan im Prinzip wahnsinnig hart ist und wahnsinnig stabil, kriegt man es deswegen leicht hin als Ultraleichtgeschirr, weil man sehr dünne Wandstärken verwenden kann. Das kann man bei Edelstahl nicht und dadurch wird Edelstahl schnell schwerer als Titan. Wenn man ultraleichte Titangeschirr-Varianten bauen möchte und die Wandstärke unglaublich gering hält, dann sind sie, wie gesagt, super leicht.
dann ist die Tatsache, dass die Tarn auch eine schlechte Wärmeweiterleitung hat, dann auch irgendwo fast egal, weil über diese dünne Wandstärke sich die Flamme natürlich trotzdem sofort durch den Topfboden sozusagen in das heiße Wasser und oder Essen reinfrisst, was man da zubereiten möchte. Zum Wasserheißmachen gibt es also nur geringfügige Unterschiede zwischen einem Titanbecher eben mit schlechter Wärmeweiterleitung oder zum Beispiel einem Alubecher mit sehr guter Wärmeweiterleitung. Noch besser wäre nur Kupfer, das nimmt aber kein Mensch auf Outdoor-Touren mit, bisher zumindest. Daher, die Unterschiede halten sich in Grenzen und auch hier ist jetzt dann wieder der Gewichtsvorteil einer Titantasse im Vergleich zu einer Edelstahltasse so gut und gerne mindestens 30-40%. In vielen Fällen ist sie halb so schwer. Und das ist wieder eine Menge Brennstoff, die du zusätzlich, beziehungsweise einen Haufen Gewicht, was du dann sparst, so viel Brennstoffersparnis durch eine besser leitende Tasse, wie zum Beispiel, das musst du erstmal hinkriegen, zum Beispiel zu einer Alutasse. Jetzt habe ich keine Alutasse da, aber das hier ist ein Alutopf. Und der hat eine doppelt so gute Wärmeleiteigenschaft, wie das zum Beispiel bei Pidjan oder bei Edelstahl der Fall ist. Das bedeutet, wenn du mit Alu kochst, brauchst du immer weniger Brennstoff. Zum Teil, wenn es ein großer Alutopf ist, kannst du sehr, 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 sehr gute Brennstoff, also Wärmeübertragungsrate aufs Essen und Brennstoffsparverhältnisse erreichen. Denn grundsätzlich ist, wenn du mit möglichst wenig Brennstoff kochen möchtest, entscheidend, A, welches Material, also bestenfalls Alu, schlechtestenfalls Edelstahl und Titan liegt wegen der dünnen Wandstärke ungefähr in der Mitte. Gewichtstechnisch Edelstahl mit Abstand am schwersten, dann kommt Alu, dann Titan ist am leichtesten. So, aber gewichtsersparnistechnisch ist nicht nur das Material wichtig, sondern auch vor allen Dingen der Topfdurchmesser passend zum jeweiligen Kocher. Ja? Und da muss man einfach gucken, dass man nicht auf einen winzigen Kocherkranz einen riesigen Topf draufstellt. Das hier ist schon noch in Ordnung, ja, das funktioniert so noch gut. Aber der hier beispielsweise, ja, mit diesem Mini-Mini-Mini-Brennkranz auf diesem Topf, das gibt eine furchtbare punktuelle Hitzeentwicklung an der Stelle, wo der hin brennt. Da brennt dir alles an und drumherum ist es kalt, auf gut Deutsch. Ne? Also schlimmstenfalls, wenn du was anderes kochen möchtest als Wasser. Willst du nur Wasser heiß machen, vergesst, was ich gerade gesagt habe. Ja? Und das ist ganz wesentlich. Außerdem, wenn der Kranz vom Kocher einigermaßen zum Topfdurchmesser passt, dann braucht die Energie eine Weile, bis sie am Topf vorbeigezogen ist. Ne? Also wir nehmen an, wir haben hier in der Mitte die Energieeinwirkung und jetzt streift die am Topf entlang und während sie am Topf unterwegs ist, heizt sie natürlich den Rest vom Topf auch noch auf. Im besten Fall steht dann noch ein Windschutz drumherum, der dafür sorgt, dass die Energie dann noch an den Seiten des Topfes nach oben driftet und die Seiten vom Topf dann auch noch weiter aufheizt. Und wenn der Topf jetzt aus Alu ist, kann er eben diese ganze Energie, die da ankommt, relativ schnell weiterleiten an den Topfinhalt, den wir warm haben wollen. Und das sorgt einfach dafür, dass wir schneller unser Essen warm haben und sprich damit der Kocher weniger lange gebrannt hat und wir damit effektiv Brennstoff gespart haben beim Alutopf im Vergleich zu den beiden anderen Systemen. Das nimmt sich wirklich nicht viel. Bei Titan oder Edelstahl ist der Unterschied quasi marginal. Der einzige Vorteil dann wiederum Titan zu Edelstahl ist die Tatsache, dass es erheblich leichter ist, Edelstahl wiederum erheblich robuster und nicht kaputt zu kriegen. Ja, da muss man sich jetzt selber aussuchen, was man da haben möchte. So, jetzt sage ich die ganze Zeit, Alu ist super. Ich persönlich koche auch wahnsinnig gerne mit Alugeschirr, aber das ist ein beschichteter Topf. Ja? Das ist natürlich ein Stück weit nicht so nachhaltig, weil die Beschichtung eines Tages irgendwann mal kaputt ist und dann kannst du den Topf wegschmeißen. Das ist irgendeine Teflon-Variante, was da drin ist. Aber solange das nicht der Fall ist, ermöglicht das wirklich tolles, angenehmes Kochen, ohne Angst haben zu müssen, ständig irgendwie sich den Topf furchtbar zu verbrennen und dass das alles anbrennt, was da drin ist und so weiter und so fort. Und will man was anderes zubereiten als Wasser, dann ist so ein beschichteter Topf meiner Erfahrung nach eine wirklich, wirklich richtig gute Idee. Gerade wenn es ein Alutopf ist, ist das hilfreich. Da ist es vielleicht gar nicht mal so erforderlich, weil eben die Wärmeweiterleitfähigkeit verhindert, dass es diesen heißen Punkt in der Mitte gibt. Bei Titan
Da willst du nicht drin kochen. Glaub mir, da willst du nichts Anspruchsvolles drin kochen. Das ist furchtbar. Das Beste, was man sich da noch drin warm machen kann, ist vielleicht ein Topf Ravioli oder eine kleine Dose Ravioli, so ein Dosenlinseneintopf, sowas in die Richtung, irgendwas ziemlich Wasserhaltiges. Aber sobald man auch nur versucht, ansatzweise irgendwas zu braten, anzubraten und ein paar Zwiebeln anzuschmelzen oder sowas in die Richtung, in so einem Topf bzw. so einem Becher, je nachdem, was für eine Größe man da jeweils dabei hat. Wenn man nur eine Person ist, kann man im Grunde wirklich mit sowas auskommen als Kochtopf. Das geht schon. Ja? Aber hier drin Dinge anbraten, das macht überhaupt keinen Spaß und hier drin noch weniger. Ja? Aber selbst wenn es größer wäre, durch das Material eignet sich Titan zum Kochen wirklich nur sehr schlecht. Es geht, dann braucht man aber dringend noch Öl, ja, unbedingt, also niemals versuchen, irgendwas fettfrei anzubraten in Titangeschirr. Ganz blöde Idee. Und dann ist noch wichtig, einen Kocher verwenden, den man auf sehr kleiner Flamme betreiben kann. Also einen Spirituskocher, den du nur auf einer Flamme betreiben kannst, nämlich an. Es gibt noch so Regulationsringe zum Teil, zum guten alten Trangia-Brenner beispielsweise. Der hat so einen Ring, den kann man da draufsetzen, dann ist er nur noch halb offen und dann kommt da weniger Flamme raus. Das funktioniert ein Stück weit, der Ring wiegt natürlich aber auch wieder. Ja? Dann kann man das so einigermaßen machen, aber Feinjustierung ist trotzdem nicht möglich. Man kann die Pfanne dann runternehmen, warten, bis sie etwas abgekühlt ist, dann wieder draufstellen, dann wieder runternehmen, dann wieder draufstellen. Das sind so Möglichkeiten, wie man ein bisschen die Temperatur regulieren kann, wenn man mit Alkohol kocht. Beim Benzinkocher ist eine Feinjustierung auch möglich, wie groß die Flamme sein soll, aber selbst die minimalste Flamme bei so einem großen Benzinkocher ist schon Overkill für so eine kleine Tasse. Ja, da hast du viel zu viel Energie. Da geht auch jede Menge Energie. Ja, ne, die passt hier gerade so vielleicht drauf, wenn man sie festhält und guckt, dass sie nicht umfällt. Aber ja, die ist zu klein. Also man braucht für so einen massiven Kocher dann halt auch eben ein geeignetes Kochgefäß. Und das ist dann in diesem Fall schon ein richtiger Topf. Ja. Beim Hobokocher spielt das alles nicht so eine Rolle, weil der vergleichsweise mit sehr wenig Energie betrieben werden kann. Wenn man nur ein kleines Feuerchen drin macht, dann klappt das eigentlich dann auch notfalls noch ein bisschen in der Titantasse kochen zu wollen. Und generell gilt, die höhere Brennstoffeffizienz hat man nie, wenn man das Ding auf volle Pulle laufen lässt. Es sei denn, du hast einen riesengroßen Topf auf einem viel zu kleinen Brenner, dann kannst du den auf volle Kanne aufdrehen. Da geht keine Energie dann zusätzlich verloren. Im allermeisten Fällen hat ein Gas- oder Benzinkocher, der ja justierbar ist, was die Brennerintensität angeht, bei einer mittleren Einstellung, bei einer niedrigen bis mittleren Einstellung die höchste Effizienz. Weil dann am meisten Energie, die am Topf vorbeigeht, eben auch in den Topf bzw. eben vom Metall aufgenommen und in den Innenraum abgegeben werden kann. Das kann man auch noch mal grob so zusammenfassend sagen. So, dann habe ich hier jetzt bloß noch rumliegen, Schüsselchen. Meine persönliche Erfahrung, Kunststoffschüssel ist die beste Schüssel zum unterwegs dabei haben, wenn man überhaupt eine Schüssel braucht. Warum? Wegen Erlebnis. Metalltasse gleichzeitig als Essgeschirr verwenden. Spart Gewicht, kann man machen, kein Problem. Jetzt hat man noch einen ultraleichten Titanlöffel und jetzt klingt das folgendermaßen, wenn du was essen möchtest. Und das ist scheiße. Ja, das macht überhaupt keinen Spaß, ist in Titan noch kratziger. Ich habe das hassen gelernt, wirklich. Ich habe das hassen gelernt. Im Vergleich dazu Kunststoffschüssel mit Metalllöffel macht auch ein bisschen Geräusch, aber ist viel weniger eklig. Ist ein viel angenehmeres Essen. Selbst wenn du alternativ Kunststofflöffel nimmst und Metalltasse, hast du immer noch dieses metallische Geräusch. Und ich kann das nicht haben. Ja, das ist Geschmackssache. Wenn euch das nicht stört, bitte. Ja, alles gar kein Problem. Im Übrigen sind Kunststoffschüsseln häufig das Leichteste, was es gibt. Hochleistungskunststoffe heutzutage enthalten auch nichts, was da irgendwie rausgehen könnte, was uns krank macht.
wenn man dann was Vernünftiges einkauft. Klar, alte Kunststoffe haben sowas drin und es wäre auch heute noch möglich, sowas zu produzieren. Aber du kriegst wirklich sehr, 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 sehr leichte Essgefäße oder auch noch als zusätzliches Gefäß, wenn man noch so eine zusätzliche Schüssel dabei hat, falls man was Komplexeres kochen möchte und mal was zwischenlagern will, kann das auch interessant sein. Das ist jetzt nicht mehr ultraleicht, ne? Aber das ist jetzt Komfortwandern, sage ich jetzt mal, wo man ein bisschen mehr Ausrüstung mitschleppt und das Ganze dann besser funktioniert. Und Kunststofflöffel in Kunststoffschüssel ist halt mit Abstand haptisch das Beste zum Essen. Noch schöner ist natürlich der Holzlöffel. Da darf es auch ein solcher Kochlöffel, Schrägstrich Esslöffel sein, den mir mal jemand geschnitzt hat. Ich würde gern behaupten, ich war es selber, aber das übersteigt ein bisschen meine Fähigkeiten. Ehrlich gesagt, dieses Exemplar. Aber der bräuchte mal ein wenig Pflege, ein bisschen Liebe, mal wieder ein bisschen Öl und so weiter. Und das ist natürlich dann die optimale Variante, meiner Meinung nach. Super leicht? Nein. Immer noch ziemlich leicht? Ja. Natürlich kann man auch irgendwelche Holzlöffelchen erwerben. Den hier haben wir zum Beispiel auf einem Mittelaltermarkt mal käuflich erworben. Die verwenden wir auch sehr gerne. Die wiegen gefühlt gar nichts. Die sind mindestens auf Titanniveau und funktioniert prima und ist außerdem noch hübsch anzusehen und hat ein sehr, sehr angenehmes Mundgefühl. Ein Holzlöffel, ein schöner, glatter Holzlöffel, meiner Meinung nach. Aber das ist persönliche Geschmackssache. Am leichtesten ist auch hier wahrscheinlich potenziell Kunststoff. Und dann Titan. Kunststoff kann extrem leicht sein als Löffel. Ist dann nicht mehr ganz so haltbar. Ja, zum Schluss noch vielleicht noch ein paar Worte CO2. Ne? Bei Kochgeschirr gilt, Edelstahl ist relativ energiearm herzustellen. Ist also die nachhaltigste Variante, außerdem hält es ewig, muss nie neu gekauft werden. Wer also umweltbewusst kochen möchte, der nimmt Edelstahl. Und wem das super, super wichtig ist, bitte gerne. Ne? Das ist also nochmal ein großer Vorteil. Alu ist im Mittelfeld. Das braucht sehr hohe Temperaturen, um in die Form gebracht zu werden, in die es gehört. Aber dann ist es auch gut. Und Titan ist scheiße. Das braucht nämlich extrem hohe Temperaturen, um verarbeitet zu werden. So hohe Temperaturen, dass ein Titantopf, den musste fünfmal vererben oder irgendwie sowas in die Richtung, bis es an die erschreckend geringe CO2-Bilanz von Mehrwegplastikartikeln rankommt. Ja? Mehrwegplastik mag scheiße sein und fühlt sich von mir aus auch weniger ökologisch an und so weiter, aber hat den mit Abstand geringsten CO2-Fußabdruck von allen diesen möglichen Essgeschirr-Varianten. Als Topf kann man es natürlich nicht verwenden, sonst wäre es für einen Topf potenziell auch noch relevant. Aber das geht ja nicht. Ja, das mag sich jetzt völlig falsch anfühlen. Und ich weiß, Plastik ist für viele von uns irgendwie irgendwas, was unsere Chakren enorm in Missschwingung bringt oder was auch immer, keine Ahnung. Aber Fakt ist, solange du nicht ständig neues Plastik kaufst, weil du das dauernd kaputt machst, und die Schüssel habe ich jetzt seit 8 Jahren und die hat keinerlei Abnutzungsspuren irgendeiner Art und Weise, ist das tatsächlich die nachhaltigste Variante, Essgeschirr zu verwenden. Beziehungsweise du musst dir 5 oder 6 oder 7 solche Schüsseln kaufen, bis es an den Fußabdruck von Titan ranlangt. Ja? So, wie gesagt, so oft kannst du das gar nicht vererben, dass sich das ausgleicht. Ja? Also so schön Titangeschirr auch ist, ultraleicht und so weiter und so fort, Kunststoff hat da schon seine Daseinsberechtigung. Wird auch nicht so schnell heiß, wenn man ein heißes Essen reinmacht. Und ja, ist günstig im Gegensatz zu Titankrempel, wobei der inzwischen auch nicht mehr so teuer ist. Preislich liegen wir, ich habe keine Ahnung, was das da kostet, ich schätze mal sowas um die 100 Öcken. Spirituskocher selber machen kostet gar nichts, außer 25 Cent Dosenpfand möglicherweise. Die funktionieren auch. Willst du was Krasses kaufen mit einem krassen Windschutz, da bist du dann auch mal irgendwann bei theoretisch sowas um die 100 Euro. Aber mehr würde ich auf keinen Fall für ein Spirituskochsystem ausgeben. Das ist einfach Käse. Ob die dann wirklich besser sind, ein paar Gramm leichter und so weiter. Wer es selber bauen kann und möchte, hat da wirklich mannigfaltige Möglichkeiten. Vielleicht macht es dem einen oder anderen auch sehr viel Spaß. Benzinkocher, die sind teuer. Da bist man gerne mal mit 200, 300 Euro unterwegs, wenn es dumm läuft. Aber das ist ja auch als Expeditionsausrüstung sozusagen konzipiert. Hält ewig, wenn man mal einen hat. Der lässt sich auch warten. Wenn da was, da kann was kaputt gehen, ja. Das kann man aber fast immer wieder reparieren, wenn man da regelmäßig eben sich drum kümmert. Man muss auch manche Teile einfetten zum Beispiel und so weiter. Dann halten die aber auch wirklich enorm lange und für enorm viele Kochvorräte.
Vorgänge und. Und ein Stück weit macht das dran rumbasteln auch irgendwo Spaß, also zumindest mir. Ich bin ja ein miserabler Mechaniker und ich hätte keine Ahnung, wie ich einen Automotor pflegen soll. Hierfür reicht es gerade noch und irgendwie fühlt sich das lustig an. Kann ich mir nicht helfen. Gaskocher sind völlig wartungsfrei. Das Gas, was da drin ist, was da durchsaust, enthält im besten Fall nichts an Feststoff. Das heißt, da kann sich auch kein Ruß wirklich bilden. Da kann da eigentlich nichts passieren, dass der Gaskocher irgendwie kaputt geht, außer vielleicht irgend so ein Scharnier, wenn sie dann bewegliche Teile haben. Aber auch da, die sind auf Langlebigkeit ausgerichtet, das hält ewig. Ein Soto Windmaster, keine Ahnung, was der jetzt kostet, inflationsbereinigt, vielleicht auch 200 Öcken, sowas um den Dreh. Nochmal, ist der beste Gaskocher auf dem Markt. Braucht man den? Nö, der hier, Tüte, da ist er. Tut's auch. Ja? Einfach nur, damit wir noch ein bisschen über Preise geredet haben. Es gibt zig andere Modelle anderer Kocher, je nach System, die auch völlig gut sind, vielleicht sogar besser und so weiter und so weiter. Es gibt noch ein paar Sonderformen, wie zum Beispiel Systemkocher. Da hast du einen Windschutz um den Gaskocher, einen Topf, der da perfekt drauf passt. Das alles lässt sich in sich zusammenschrauben und gibt dann ein System, das ungefähr so aussieht. Ist häufig sehr effizient vom Brennstoffverbrauch, aber wieder so schwer, dass man mit den 1-2 Gramm pro Kochvorgang gesparten Brennstoff irgendwie 40 Tage unterwegs sein muss, um das Mehrgewicht vom Kochsystem im Vergleich zu sowas hier zu rechtfertigen. 40 Tage ist vielleicht übertrieben, aber mindestens 20. Oder halt mit 2 Personen dann nur 10, keine Ahnung. Kommt drauf an, muss man sich dann im Einzelnen ausrechnen. So, ich glaube, das wäre wirklich so ziemlich alles, was ich zu Outdoor-Küche sagen kann. Vielleicht noch einmal zu betonen, zum am besten Kochen geeignet ist ein regulierbarer Kocher, Gas vorzugsweise, mit einem beschichteten, bestenfalls Alutopf. Ja, da kannst du am besten kochen. Ebenfalls sehr gut kochen kann man mit dem Trangia-Kochsystem, das ist ein Spirituskocher, der aber auch Möglichkeiten hat, dann Gaseinsatz einzubauen. Mit dem Gaseinsatz im Trangia hat man dann die Gourmet-Küche für Outdoor. Da sind sich eigentlich die meisten einig, dass man damit mit Abstand am besten kochen kann. Da sind auch 2 große Töpfe mitgeliefert. Da gibt es in verschiedenen Stahlsorten beschichtetes Aluminium, hart anodisiertes Aluminium. Das ist ein ungiftiges Alu, wo sich nichts ablösen kann. Ist ein bisschen leichter zu reinigen, ist ein guter Kompromiss, wenn man keine kurzlebige Teflonbeschichtung im Topf haben möchte. Also würde ich den dann nochmal kaufen? Ja. Kann man den nochmal kaufen? Nein. Deswegen sage ich euch auch gar nicht, was das für einer ist. Ist völlig irrelevant, den gibt es nicht mehr auf dem Markt. Aber hart anodisiertes Aluminium hat halt schon wirklich auch den schönen Vorteil, dass das halt hält. Das geht auch nicht weg, die Anodisierung. Das ist im Metall selber verändert und das kannst du nicht abkratzen oder wegwaschen oder sonst wie. Und von daher ist das auch eine sehr, 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 sehr nachhaltige Angelegenheit, einfach um das nochmal angesprochen zu haben. So, aber damit fällt mir, glaube ich, wirklich nichts mehr ein, was noch großartig relevant wäre. Vielleicht noch zum Expeditionskocher. Da ist dann häufig noch sowas dabei, was etwas in dieser Größenordnung zusammen mit diesem Werkzeug eben als Zusatzzubehör, was man da noch mitschleifen muss zu dem, was ihr hier ohnehin schon seht. Es gibt noch kleinere Brennflaschen als diese hier. Da kann man noch ein paar Gramm Gewicht sparen, indem man den Großteil seines Benzins halt in einer einfachen Plastikflasche transportiert, die deutlich leichter ist als so eine Sicherheitsflasche. Zum Betreiben des Kochers braucht man aber immer so eine Sicherheitsflasche, die das halt schon zu einer schweren Angelegenheit letzten Endes macht. Spiritustransport, da tut es im Grunde jede x-beliebige PET-Flasche. Es gibt teilweise solche Spezialflaschen, die hier hat zum Beispiel noch einen Maßstab dran und die ist eine extra Alkohol-Fuel-Bottle, die ist also dafür gedacht, die hier auch so eine hilfreiche Dosierungsausgießhilfe hat, damit man da auch eben die richtige Menge und vor allen Dingen richtig trifft. Macht man das mit einer normalen PET-Flasche, mit einer stinknormalen Ausgussöffnung, die wir alle kennen, dann ist es halt weniger präzise. Aber letzten Endes ist das Geschmackssache, ein bisschen leichter ist immer die PET-Lösung. Das hier wiegt aber auch nicht die Welt. Wenn man da mehr von braucht, kann man auch noch eine große PET-Flasche theoretisch mitschleifen und eine große Menge Spiritus, sprich Alkohol, transportieren.
Ach so, ja, am umweltfreundlichsten sicherlich der Holz, danach der Alkohol, insbesondere wenn du Bioethanol verwendest. Das ist in großen Mengen zwar auch nur schwierig herzustellen und als Treibstoff für jetzt Autos oder Ähnliches durchaus umstritten. In den kleinen Mengen, wie man es bräuchte, um Kocher zu betreiben, wäre es aber dann durchaus nachhaltige, umweltfreundliche Angelegenheit. Benzin ist klar und Gas ist im Prinzip Teile von Erdgas, die hier verwendet werden. Das ist weniger scheiße als Benzin, aber immer noch ziemlich scheiße, also so rein von der Ökobilanz her. Also wer mit gutem Gewissen kochen möchte, die zwei, wer sagt, okay, das bisschen, was ich da ausstoße, da kommt es jetzt auch nicht drauf an, die zwei. Ne? Das ist auch so, da kommt es wirklich nicht drauf an. Da fahrt er einmal im Monat mit der Bahn irgendwo schön in den Urlaub, Quatsch, in den Urlaub, macht einen Tagesausflug oder sonst wie und ihr habt das zigfache von CO2 eingespart, was ihr in 5 Jahren mit diesen Kochsystemen raushaut. Das ist wirklich zu vernachlässigen, ganz ehrlich. Da muss niemand jetzt ein schlechtes Gewissen wegen haben. Wirklich nicht. Ja? Flugscham, da können wir drüber reden, das mag Sinn ergeben. Kocherscham, das ist nun wirklich heillos übertrieben. Bedanke mich. Und hoffe, ihr seid jetzt schlauer oder bestätigt in dem, was ihr ohnehin schon wusstet. Und bis zum nächsten Mal. Mir hat das jetzt großen Spaß gemacht. War auch ein One-Take, wie ich gerade merke. Null Unterbrechungen und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.